Willkommen zu unserem Webinar Data Governance – Strategien für Stammdatenmanagement. Mein Name ist Matthias Arlt. Ich bin einer von Ihren zwei Moderationen heute und möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ganz kurz zu mir. Ich bin seit ungefähr 12 Jahren bei der IBM Solution, bin Projektmanager für das Thema Stammdatenmanagement und Data Governance. Und mit mir heute zusammen ist mein Kollege Alexander Gille. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Alexander Giller. Ich bin ein Kollege vom Matthias Arlt. Ich bin auch im Bereich Stammdaten, bin dafür das Thema Data Governance auch mit zuständig. Und der Matthias und ich werden das Thema heute ein wenig im Dialog vorstellen. Ich werde dabei die Rolle eines exemplarischen Kunden einnehmen und so werden wir das dann im Zusammenspiel zusammen vorstellen. Gut, legen wir los. Von der Agenda möchten wir heute erstmal über das Thema sprechen, warum eigentlich Data Governance, an einem exemplarischen Kundenbeispiel, das uns der Alexander Gille gleich vorstellen wird. Danach den Projektverlauf ein bisschen, wie sieht sowas typischerweise aus, ein Data Governance Projekt, und dann nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Prozesse und Rollenkonzept. Im Vorfeld, liebe Teilnehmer, noch ganz kurz der Hinweis, Sie sind alle im Zuhörermodus, das heißt, man kann Sie nicht hören. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben im Verlauf des Webinars, dann können Sie die ganz einfach in den Chat reinschreiben und ganz am Ende gibt es dann noch eine Fragerunde, wo wir dann auf die Fragen eingehen werden. Ja, dann würde ich sagen, Alex, legen wir los. Wunderbar. Dann würde ich gerne einmal die Ausgangssituation schildern. Warum befinden wir uns jetzt eigentlich hier, wo wir sind? Dazu gehen wir erst einmal ein Jahr zurück. Damals hatten wir ein Projekt durchgeführt, wo wir eine Analyse unserer Datenqualität vorgenommen haben. Dabei haben wir festgestellt, dass wir relativ viele falsche Stammdaten vorliegen haben. Viele Adressdaten waren falsch, viele Kundendaten waren fehlerhaft gepflegt. Und deswegen haben wir hierfür ein Data Cleansing durchgeführt. Das heißt, wir haben die Daten extrahiert, bereinigt und das hat dann auch wunderbar funktioniert. Die Datenqualität wurde immens gesteigert. Das ist nun circa ein Jahr her. Das bedeutet, seitdem ist einiges an Zeit vergangen und mittlerweile kriegen wir wieder vermehrt Feedback, gerade aus dem Vertrieb, dass einige Kundendaten wieder falsch sind. Das heißt, wir verlieren dadurch Aufträge, Kunden werden falsch angesprochen, wir haben teilweise Rückläufer und dadurch geht uns einiges an Umsatz verloren. Jetzt die Frage an der Stelle, machen wir so ein Projekt einfach nochmal oder warum grundsätzlich passiert das überhaupt? Passiert das auch anderen? Sind wir damit jetzt ein Einzelfall? Warum verlieren wir wieder so eine große Menge an Stammdatenqualität, die wir doch mal wirklich intensiv wieder aufgebaut haben? Woher kommt das? Ja, ist eine gute Frage, Alex, eine relativ typische Frage von unseren Kunden. Und um die zu beantworten, möchte ich im Vorfeld einfach mal ein paar Zahlen, ein paar Kennzahlen nennen, damit man sich da was darunter vorstellen kann. Also okay. Wenn wir auf der einen Seite mal sehen, hier ist so eine kleine Statistik aufgebaut, ein Vergleich zwischen dem Jahr 2015 und 2018, wie viel unzustellbare Adressen es in Deutschland gibt. Verschieden auf die Branchen aufgeteilt und da kann man sehen, der Trend ist nicht bei allen Branchen gleich, aber im Wesentlichen kann man sehen, dass sehr häufig die Anzahl der unzustellbaren Adressen sich gesteigert hat in Deutschland. Gerade wenn man den öffentlichen Sektor anguckt, von 14% auf 26% ist immens. Und das ist ein Trend, den wir auch weiterhin beobachten, dass einfach Adressen nicht zustellbar sind. Jetzt ist die Frage, warum passiert das eigentlich? Dazu möchte ich im Prinzip ein anderes Bild einfach bemühen und darüber sprechen, was passiert eigentlich normalerweise in Deutschland. Da haben wir auf der einen Seite ganz klassisch Merchant Acquisition Deals. Wenn wir in die Richtung Firmen gucken, dann können wir einfach erleben, dass viele Firmen im Laufe eines Jahres sich einfach ändern. Wir haben eine wahnsinnige Dynamik drin und 1985 M&A Deals wurden 2019 in Deutschland geschlossen. Das bedeutet, da wurden Firmen umfirmiert, eventuell auch Adressen dann geändert. Das ist ein Faktor, der rein normal dazukommt. Wir haben, was sehr schön ist natürlich, im Jahr 2019 417.000 Eheschließungen gehabt. Eine Eheschließung geht meistens mit einer Namensänderung von ein oder zwei Personen einher. Meistens wird dann auch zusammengezogen. Also auch das ist, was damit einhergeht. Und dem gegenüber steht dann auch noch, dass im selben Jahr leider auch 154 Scheidungen eingetreten sind. Das heißt, wenn wir hier mal gucken, sowohl auf dem B2B als auch auf dem B2C-Markt sind das allein schon Faktoren, die immens dazu beitragen können, dass sich Stammdaten im Laufe der Zeit einfach permanent ändern, normale Umzüge oder Ähnliches noch gar nicht einberechnet.
Als letzten Punkt, um auch zu verstehen, warum da so eine wahnsinnige Kaufkraft dahinter steht, wenn wir die Kosten angucken, ist es einfach ein Punkt, da haben wir auch mal eine Studie bemüht von Experian, wo wir sagen, geschätzte 6% aller Umsätze zu Kundenstammdaten, sind auf Kundenstammdatenqualität zurückzuführen. Wenn wir das mal auf ein Jahr runterbrechen, sagen wir, wir haben einen Gesamtumsatz von 2 Milliarden Euro, dann sind 6% davon 3 Millionen. Bedeutet 250.000 Euro im Monat. Und das bedeutet wiederum, es sind ungefähr 8.064 Euro am Tag, runtergebrochen auf eine Stunde 336 Euro. Dieses Geld ist das Geld, das einem potenziell verloren geht, allein durch die Kundenstammdatenqualität, die relativ schlecht ist. Also da sehen wir auch schon, wo einfach sich die Masse an möglichem Geld, das verloren geht und auch die Rechtfertigung für ein solches Projekt überhaupt in Frage kommt. Okay, das verstehe ich grundsätzlich, da bin ich absolut bei dir. Also wir verstehen, dass es wichtig ist, eine hohe Stammdatenqualität zu halten. Mir war nur nicht bewusst, was das doch für immense Auswirkungen haben kann. Ich ging davon aus, dass wir das jetzt korrekt gemacht haben. Wir haben uns angeschaut, wo liegen unsere Fehler in den Stammdaten. Wir haben geschaut, welche Felder sind hier nicht korrekt gefüllt, welche sind aber auch, haben wir den Fokus drauf gelegt, welche genau müssen wir überhaupt korrekt befüllen. Und dann haben wir zusammen mit der IT und dem Business zusammen Daten extrahiert, bereinigt und wieder hochgeladen. Also wir haben ja die Qualität immens steigern können und nun wäre ja an sich einfach wieder der Punkt erreicht, an dem wir dieses ganze Projekt wiederholen. Aber wir sehen jetzt noch nicht den Mehrwert, wenn wir das immer wieder durchführen. Ist das der einzige Weg, den wir jetzt haben? Ja, auch das ist eine berechtigte Frage. Nein, ist es nicht, um das gleich mal voranzuschicken. Was ihr gemacht habt, wie du sagst, ist vollkommen richtig. Ein initiales Projekt aufsetzen ist vollkommen in Ordnung. Allerdings muss man hier genau, kommt jetzt an den Punkt unterscheiden. Was ihr gemacht habt, ist eine einmalige Bereinigung. Wir nennen das klassisch, das ist Get Clean. Also ihr habt euch darum bemüht und seid erfolgreich dazu übergegangen, dass eure Daten sauber geworden sind. Das ist im Prinzip nur der erste Schritt. Wenn man jetzt im Prinzip immer wieder das Gleiche macht, bringt es nur bedingt was. Was wichtig ist, jetzt in die nächste Phase überzugehen, das wäre das sogenannte Stay Clean. Und wie man das im Prinzip hinbekommt, nämlich die Datenqualität zu halten, permanent und vielleicht sogar noch zu steigern, das möchten wir heute gerne besprechen. Dazu sind elementare Faktoren notwendig, dass man nicht nur das Projekt einfach wieder durchführt, sondern dass man mit anderen Mitteln arbeitet. Das wäre jetzt zum Beispiel auf der einen Seite, dass man sich darum bemüht, innerhalb seiner Stammdaten verschiedene Prüfungen einzubauen, Datenanreicherungen, Validierungen, die einfach dafür sorgen, dass wenn man die Daten kontinuierlich anpasst, neue Daten anlegt, Daten ändert, die Datenqualität auch gleich bleibt. Und ganz wichtig, der Schwerpunkt auch für das heutige Webinar, das Thema Governance-Prozesse. Bedeutet, Data Governance zu betreiben, damit man hier langfristig und perspektivisch auf dem richtigen Weg ist. Um vielleicht nochmal ein kurzes Bild dazu zu machen, was man sich unter Get Clean, Stay Clean vorstellen kann, dann siehst du hier jetzt auf der Folie einfach, was ihr gemacht habt, wenn man diese Folie anguckt, ist der erste Bereich eure Stammdatenqualität. Ihr habt irgendwann mal angefangen, dann ist sie runtergegangen und ihr habt ein erstes Projekt gemacht. Das ist der erste Standings. Genau. Dann habt ihr im Prinzip innerhalb des Projektes erreicht, dass die Stammdatenqualität nach oben gegangen ist, und jetzt aber danach wieder runtergegangen. Also ein klassischer Verlauf, den wir so häufig beobachten. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, ist eine Möglichkeit. Man macht ein zweites Projekt, ein drittes Projekt und jedes Mal steigt die Qualität wieder. In welchem Maße ist jetzt hier nur exemplarisch und sinkt danach wieder. Man hat also keine Kontinuität. Und das Thema Data Governance, um es mal ganz grob zu visualisieren, ist letztendlich genau dafür da, dass man die Datenqualität vielleicht nicht sofort an oberster Stelle hat, aber letztendlich dafür sorgt, dass die Qualität kontinuierlich steigt und auf keinen Fall wieder nach unten sinkt. Und genau das müssen wir erreichen. Okay, alles klar. Vielen Dank. Um vielleicht nochmal eine Begrifflichkeit auch zu schärfen, was ist der Unterschied zwischen Stammdatenmanagement und Data Governance? Möchte ich ein kleines Bild bemühen, und zwar das Bild von einem Baum. Wenn wir sagen, unser Stammdatenmanagement ist ein Baum, der Früchte tragen soll, bei dem wir im Prinzip uns darauf verlassen möchten, dass er unternehmensweite Standards bietet, dass ich kontinuierliche, korrekte, verlässliche Stammdaten habe, dass ich klar definierte, automatisierte Prozesse habe und auch einen Single Point of Truth für meine Stammdaten. Dann brauche ich einen Baum, der belastbar ist, der auch mal in stürmischen Zeiten im Prinzip Bestand hat, der nicht umknickt, dem keine Äste abfallen, der permanent Früchte trägt. Und das kann ich eben nur,
nur, wenn ich unten drunter dafür sorge, dass der Baum nicht nur oben stabil ist, sondern unten das Wurzelwerk. Nur wenn mein Baum stark ist und auch gesund im Untergrund und dort richtig gewachsen ist, dann kann er oben erblühen und stärken. Und genau dieses untere Wurzelwerk ist für uns Data Governance. Bedeutet, ich muss im Vorfeld darauf achten, dass ich Verantwortlichkeiten definiere, dass ich Data Stewards etabliere, generell darauf achte, dass ich Ownerships letztendlich klar aufteile, dass ich eine gewisse Sicherheitsmechanismen einbaue und dass ich auch eine klare Dokumentation über meine Themen habe, speziell über die Prozesse. Das ist letztendlich der entscheidende Faktor, um den es geht, dass man dafür sorgt, Data Governance zu betreiben, um darauf das Stammdatenmanagement aufzubauen. Okay, alles klar. Das habe ich soweit verstanden. Wir sprechen hier immer von Stammdatenmanagement oder Data Management und dann gleichzeitig im gleichen Atemzug auch noch von Data Governance. Ist das synonym zu verwenden? Also ich habe das im bisherigen Verlauf immer als gleich empfunden. Gibt es da grundsätzlich noch Unterschiede zwischen oder wie ist das abzugrenzen? Also oder ist das tatsächlich das Gleiche? Ja, es ist eine spannende Frage, die ich auch häufiger höre. Es ist nicht das Gleiche. Also Sie haben Überschneidungspunkte, aber wenn man mal sagt, wir gehen generell davon aus, dass wir Daten und Informationen in eurer Firma manipulieren und damit arbeiten möchte, dann haben wir im Prinzip zwei Seiten. Auf der einen Seite haben wir das rein operative Doing. Das ist das Data Management oder Master Data Management. Da geht es wirklich um operativ das Verwalten und Pflegen von Daten, um wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Demgegenüber steht auf der organisatorischen Ebene eher das Data Governance, das sich so als Rahmenwerk oben drüber stülpt. Das ist dann eher so im Prinzip die theoretische, die fachliche Seite als Unterbau, um sicherzustellen, dass die Daten einheitlich und diszipliniert verwaltet werden. Ja, okay, alles klar. Wunderbar. Und um mal generell so ein bisschen eine Definition zum Thema Data Governance aufzubauen, was bedeutet Data Governance eigentlich? Ich habe es hier mal versucht. Zum einen beschreibt Data Governance ein System, welches bestimmt, wer innerhalb einer Organisation Zugriff und Berechtigung auf die Daten hat. Also erstmal rein organisatorisch bestimmt, wer es darf. Es erstreckt sich über Personen, deren Rollen, Prozesse und die dafür verwendeten Tools und Mechanismen. Und um mal eine allgemeine Formulierung zu bemühen von der Data Management Association, sie beschreibt Data Governance als, ich zitiere, die Organisation und Umsetzung von Richtlinien, Verfahren, Strukturen, Rollen und Verantwortlichkeiten, die die Einsatzregeln, Entscheidungsrechte und Verantwortlichkeiten für die effektive Verwaltung von Informationsbeständen beschreiben und durchsetzen. Wow, Hammer Satz. Was es letztendlich bedeuten soll, ist, es geht wirklich darum, ein Rahmenwerk zu schaffen. Wir sagen dazu auch Data Governance Framework. Okay, also auf High-Level-Ebene ist mir das klar. Es geht also um Prozesse, Rollen, Berechtigungen. Wie sieht das jetzt dann wirklich down to earth aus? Was ist dann da wirklich drin? Also wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da irgendwie, also es müssen ja irgendwelche bestimmten Elemente drin sein, die irgendwie beachtet und abgearbeitet werden müssen. Was ist da grundsätzlich immer mit beinhaltet? Ja, also ich habe es gerade schon angedeutet, wir fassen das Ganze unter dem Stichwort Data Governance Framework zusammen und es erstreckt sich genau über die einzelnen Punkte, die gerade in meiner Definition drin waren. Ich möchte sie mal noch ein bisschen näher erläutern. Zum einen haben wir da das Thema Data Governance Organization. Da geht es darum, innerhalb meiner Organisationsstruktur, die ich in der Firma habe, eine Data Governance Organization aufzubauen und explizit zu benennen. Wichtig dabei ist, eine Data Governance Organisation ist nicht unbedingt, dass man denken muss, ich muss jetzt 5 neue Leute einstellen, die eine neue Organisation aus den quasi darstellt, sondern dass ich eine bestehende Struktur etabliere innerhalb meiner Firma. Das heißt, dass ich vorhandene Rollen, das ist der zweite Punkt, die es bereits gibt oder vielleicht auch noch nicht vollständig gibt, explizit beschreibe, vielleicht noch mal ein bisschen umformiere, aber dafür sorge, dass ich wirklich auch mal dokumentiere, wer macht was in Bezug auf Stammdaten und vielleicht was fehlt mir auch noch oder wo habe ich Überschneidungen, also klare Rollen und Verantwortlichkeiten schaffen. Die Rollen sind das eine Thema. Wenn ich im Prinzip weiß, welche Rollen es gibt, kann ich mir dazu auch überlegen, wer hat welche Aufgaben innerhalb dieser Rollen. Und das wiederum beschreiben wir Neudeutsch als die Definition von Tasks. Also einfach zu fragen, was muss man tun und in welchen Bereichen muss man es tun. Ein weiterer Bestandteil unseres Frameworks ist das Thema Prozesse. Auch da geht es nicht darum, etwas komplett neu zu erschaffen, sondern es geht darum, die bestehenden Prozesse zum Thema Stammdaten erstmal sich klar zu machen, denn jeder hat irgendwo Stammdatenprozesse, ganz gleich wie gut oder schlecht, wie technisch unterstützt oder manuell sie eventuell stattfinden, aber sie finden statt und diese muss man entsprechend beschreiben und idealerweise auch, also dokumentieren und idealerweise auch optimieren.
Wenn ich Rollenprozesse und Aufgaben habe, dann ist das nächste der logische Schritt, eine Verantwortlichkeit zu schaffen. Das heißt, eine Verantwortlichkeitszuordnung von Rollen zu Aufgaben und Prozessen. Das machen wir typischerweise in einer sogenannten RASI-Matrix. RASI, ich nehme an, die meisten Leute kennen das, steht für Responsible, Accountable, Consulted, Informed, ist eine Möglichkeit, sehr detailliert darzustellen, wer etwas tut und wer welche Verantwortung dabei hat. Und es geht tatsächlich auch im Data Governance darum, dass man dann down to earth für jede meiner Stammdatenobjekte, die es gibt, für Kunde, Lieferant, Material, Finanzen, wirklich auch auf einer Feldebene bestimmt, wer hat dort welche Verantwortlichkeiten und wer hat dort die Ownership, wie wir sie nennen. Und als letzter Punkt in unserem Framework, ganz wichtig, ist letztendlich das, was man theoretisch beschreibt, in die ins operative Stammdatenmanagement zu übernehmen, die sogenannte Data Maintenance. Das heißt, tatsächlich nicht nur fachlich die Prozesse zu bestimmen, sondern gucken, wie man sie dann auch technisch umsetzen kann, den Rollout in die Systeme, den Rollout auch in die Organisation, weil meistens, wenn ich etwas definiere, dann kann ich es nicht sofort in der ganzen Firma übernehmen, sondern muss es dann schrittweise machen, dass ich dokumentiere und das Change Management beschreibe. All das ist für uns das Data Governance Framework. Okay, alles klar. Das hat es schon mal deutlich mehr aufgeklärt. Wird das dann einfach nacheinander abgearbeitet? Wird es standardmäßig dann einfach so durchimplementiert? Oder wie läuft das? Also jetzt in unserem Punkt wären wir jetzt an dem Thema Projektplan angekommen, in unserer Agenda. Vielleicht können wir da mal einsteigen und uns mal exemplarisch anschauen, wie wird sowas in einem Projekt dann durchexerziert? Was kommt da, womit wird begonnen? Wie läuft sowas normalerweise? Ja, sehr gerne. Also wir haben uns bei IBM Solutions zu dem Thema Gedanken gemacht und haben festgestellt, dass bei uns das Thema Top-Down-Ansatz relativ gut funktioniert. Was bedeutet das? Wenn wir in unserem Framework agieren und alle Punkte auch abarbeiten möchten, das ist das hehre Ziel, fangen wir von oben an. Was bedeutet, die Strategie ist für uns relevant. Das bedeutet wirklich, wir müssen verstehen, was ist die Unternehmensstrategie, was sind die Ziele, die verfolgt werden, weil das ist für uns elementar, nicht nur für jetzt zu bestimmen, wie ihr euch eventuell verbessern könnt, sondern auch strategisch eine Ausrichtung zu begleiten. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ihr zum Beispiel eine lokale Firma seid, die nur in Europa agiert und sagt, wir möchten perspektivisch in den nächsten 2, 3 Jahren eventuell in den afrikanischen Markt, in den amerikanischen Markt, in den asiatischen Markt expandieren, ist das eine Ansage, die durchaus eine logische Konsequenz im Stammdatenmanagement hat. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe heute 2, 3 verschiedene Sparten und ich möchte eine weitere Sparte aufbauen, auch das kann im Prinzip mein Stammdatenmanagement entsprechend erheblich beeinflussen oder andersrum, wenn ich es optimiere, mein Stammdatenmanagement und darauf entsprechend ausrichte, dann habe ich einfach die Chance, hier noch effektiver zu sein und Kundenwettbewerbsvorteile zu erwirtschaften. Das heißt, Strategie-Review ist elementar. Fachbereichstrategien, IT-Strategien, die sollten wir kennen und gemeinschaftlich eine Roadmap aufstellen, wo die Data Governance, die Strategie, die besteht oder die Strategien, die bestehen, bestmöglichst untermauern und begleiten. Ausgehend von der Strategie gibt es dann im Prinzip 2 Punkte, die praktisch parallel gemacht werden können. Das ist zum einen das Thema Prozesse, die Analyse der bestehenden Prozesse. Das heißt, wir möchten wirklich verstehen, wie heute gearbeitet wird und gemeinsam mit entsprechend Best Practices, die wir haben und Erfahrungen, die wir mitbringen, dann daraufhin basieren, die Sollprozesse zu erarbeiten. Das bedeutet, es geht nicht darum, einfach eins zu eins das, was es heute eventuell gibt, in ein Tool umzusetzen, sondern wirklich auch zu überlegen, ob der Prozess, wie er heute existiert, 2 Genehmiger, 5 Genehmiger, wer darf den Antrag stellen, zu hinterfragen und zu optimieren. In gleicher Weise, in parallel, wird entsprechend das Thema Data Governance Organisation angesprochen. Ich habe vorhin schon erwähnt, was sich dahinter verbirgt. Auch da geht es darum zu erfahren, wie ist die Firma heute ausgerichtet und dann entsprechend zu etablieren, wie eine Data Governance Organisation innerhalb dieser Firma aussehen soll. Da gibt es Ansätze, zum Beispiel die Data Governance zentral zu organisieren, was sehr häufig passiert. Ich kann sie aber auch komplett auslagern in irgendwelche lokalen Einheiten. Ich kann eine Mischform wählen. All das sind Punkte, die ich im Blick haben sollte, bevor ich eine explizite Entscheidung treffe. Wenn ich diese beiden Punkte entsprechend bearbeitet habe, dann ist der nächste Schritt, das jeweils runterzubrechen. Das heißt, bei den Prozessen geht es dann wirklich darum, innerhalb der Prozesse Aufgaben zu überprüfen und festzulegen. Auch dort haben wir entsprechende Best Practices zu sagen, wir wissen schon mal, wie so ein Grundsatz an Aufgaben aussieht und die können wir abgleichen. Wir haben Templates, mit denen wir das entsprechende arbeiten. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Organisation haben, dass wir von der Organisation die Rollen ableiten. Auch dort haben wir entsprechende Rollenkonzepte bereits
ich sag mal, in petto. Aber was ganz wichtig ist, das ist keine Pauschalität, die wir haben, sondern wir müssen immer versuchen zu verstehen, wie die Firma jeweils tickt und dort entsprechend die Rollen auf die Firma entsprechend anzupassen. Wenn wir Aufgaben und Rollen haben, habe ich es vorhin schon mal erwähnt, ist dann aber auch der nächste logische Schritt in unserem strukturellen Ablauf von Top nach Down, dass wir dann letztendlich mit den Aufgaben und Rollen eine Verknüpfung herstellen, in einer RASI-Matrix, wie ich sie vorhin erklärte, letztendlich eben auch definieren. Vielleicht hier ganz kurz als Ausblick, hier steht RASI-V, da steht das V für Veto, das ist einfach eine erweiterte Form von RASI-Matrix, die sich bei uns bewährt hat. Und das Thema Field Ownership, dass wir wirklich Feld für Feld durchgehen und bestimmen, wer hat die Verantwortung für das Feld, wer bestimmt, welche Inhalte das Feld haben kann, wer füllt das Feld tatsächlich, all das explizit zu benennen. So ungefähr sieht im groben Schnelldurchlauf das Projekt aus und letztendlich, was hier dann nicht mehr drauf ist, der nächste Schritt wäre der Rollout in die Organisation. Alles klar, das hat mir nun schon mal weitergeholfen. Es sieht für mich jetzt sehr linear aus, als würde das grundsätzlich immer so funktionieren. Ist das so ein goldener Standard, der sich jetzt etabliert hat? Ist das universell anwendbar? Also können wir dieses jetzt einfach quasi unverändert nehmen und bei uns implementieren und so anwenden, wie es vorgegeben ist? Oder gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten? Müssen wir da doch noch irgendwas beachten? Wie läuft sowas denn grundsätzlich? Oder ist das wirklich einfach Plug and Play, wir nehmen das und sind fertig. Ja, also ich glaube, die spannende Frage ist, das Vorgehen selber ist etwas, das wir mittlerweile standardisiert haben. Innerhalb des Vorgehens gibt es aber durchaus Stolperstellen, über die ich gerne noch mit dir ein bisschen drüber sprechen möchte, wenn ihr so ein Projekt angeht, wo wir einfach was ich jetzt präsentieren möchte, ist nicht, ich sag mal, ein allumfassendes Bild, aber so die sechs typischsten Sachen, die wir festgestellt haben, noch mal kurz beleuchtet. Zum einen haben wir da das Thema unklarer Ablauf eines Projektes. Also wir haben es ja gerade schon im Prinzip diskutiert. Es gibt sehr, sehr viele Themengebiete daran. Was ist genau Data Governance? Was verbirgt sich dahinter? Wie gehe ich dabei vor? Und auch in der Literatur gibt es viele Ansätze, die sich teilweise, ich würde es nicht sagen, widersprechen, aber gegenläufig vielleicht sind. Und da ist einfach ein Punkt, wo wir festgestellt haben, der Ablauf des Projektes, was mache ich zuerst, in welcher Reihenfolge, ist unklar. Demgegenüber haben wir versucht, als Maßnahme einfach eine klare Struktur zu schaffen. Das, was ich gerade eben vorgestellt habe, war, ich sage jetzt mal, eine vereinfachte Form. Hier ist mal schon exemplarisch eine etwas komplett komplexere Form, wo wir einfach versuchen und erfolgreich auch schaffen, dass wir die einzelnen Elemente von Data Governance und das, was wir erarbeiten müssen, darstellen, auch visuell darstellen und genau wissen, welche Abhängigkeiten gibt es und was folgt der Reihe nach, dass wir wirklich auch im Prinzip nicht den Fokus verlieren. Ein zweites klassisches Thema, das wir kennen, ist das, was du gerade angesprochen hast, dass viele Kunden der Meinung sind, naja, ich habe einmal ein Data Governance Konzept erstellt oder irgendwo mitbekommen, dass es eins gibt. Ich habe es im Netz gefunden, das nenne ich einfach und stülpe es über meine Firma, über mein Projekt, über mein Thema drüber. Ich kann einfach eine Standardlösung anwenden. Das ist aus unserer Erfahrung definitiv nicht der Fall. Es gibt Best Practices, es gibt Erfahrungen, aber es handelt sich jeweils immer um eine individuelle Lösung. Und da ist es einfach wichtig, dass man ein relativ gutes, breites Wissen auch mitbringt. Also wir haben viele verschiedene Berater an dem Thema, die einfach auch ein breites Wissen, vor allem über die Branchen, auch mitbringen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, wo wir auch gerade dabei sind, das Feld weiter zu erforschen, wo wir sagen, Branchenwissen ist elementar, um auch branchenspezifisch auf Projekte oder auf Kunden einzugehen. Es gibt aber natürlich noch ganz andere Faktoren, ob das jetzt Größe der Firma ist, ob das jetzt irgendwie Rechtsform ist, ob das eventuell bestimmte Einsatzgebiete sind. All das ist elementar wichtig, um eine individuelle Lösung zu schaffen und nicht einen Standard per se zu verwenden. Nächster Punkt, den wir haben, ist das Thema richtige Dokumentation. Also ich weiß, dass viele Kunden auch zu uns kommen, die sagen, wir haben uns an dem Thema bemüht, aber es fällt uns einfach schwer, wie können wir dokumentieren? Es klingt immer platt, aber auch da kann man sich im Prinzip verlieren, wenn man versucht, etwas zu dokumentieren, eventuell noch nicht die richtige Art und Weise gefunden hat, mal losläuft, dann feststellt, es war doch nicht richtig. Man muss es nochmal überarbeiten und verliert viel Zeit und vielleicht auch viel Geld. Da ist bei uns einfach, dass wir ein gewisses Subset an Templates einfach mittlerweile haben, wo wir sagen, die ganzen Vorlagen, die es gibt, können wir anwenden und können einfach sagen, okay, für dieses Problem haben wir die Vorlage und wissen genau, wie sie funktioniert und dass sie auch funktioniert, weil sie erprobt ist. Das ist einfach ein Punkt, der aus unserer Sicht einen Mehrwert bietet, dass man sich da nicht verzettelt. Der vierte Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist das Thema, wir haben es mal genannt, Versuch einer 100%-Lösung.
Ich kann in der Literatur sehr viel zu dem Thema Data Governance finden, vor allem im theoretischen Bereich. Da gibt es etliche Bücher. Man kann da ein Pamphlet für 1000 Seiten wahrscheinlich für eine Firma erstellen, wo man komplett en Detail beschreibt, wie Data Governance funktionieren könnte. Ist aus unserer Sicht aber eine Gefahr, dass man sich da wirklich verliert darin und sehr, sehr viel Geld ausgibt, was ich 2 Jahre lang ein Projekt mache, theoretisch das Ganze erfasst und dann kommt immer die Frage des Kunden, was mache ich denn jetzt damit eigentlich? Da haben wir uns wirklich bemüht, aus der Erfahrung, die wir haben und dem, was uns Kunden widerspiegeln, dass ein pragmatischer Projektansatz eigentlich das Richtige ist. Das bedeutet nicht, dass wir uns mit 80% zufrieden geben. Es bedeutet aber, dass wir nicht jede Rolle, jede Eventualität, jedes Prozess bis ins Kleinste ist er wirklich genauso hundertprozentig sicher und nur wenn wir alle hundertprozentig zustimmen, machen wir weiter, sondern sagen, wir nehmen mal etwas, wir erarbeiten etwas, das stabil und solide ist, aber dann wird es auch relativ schnell in die Praxis überführt, damit man einen echten Mehrwert auch sieht und das Data Governance ist ohnehin ein lebendes System. Das heißt, ich muss ohnehin permanent eigentlich daran justieren, mich an Gegebenheiten anpassen. Nehmen wir mal Beispiel Covid-19. Auch das hat wahrscheinlich für viele Firmen einen Impact, wo wir einfach merken, dass auch die Art und Weise, wie ich pflege, wie ich mit Kunden zurechtkomme, wie sich meine Arbeitsweise ändert. Und das hat sicherlich auch einen Einfluss auf Data Governance. Der fünfte Punkt, den ich nennen möchte, ich weiß gar nicht, was heute los ist hier, ist das Thema Fokusverlust. Muss ich mir auch mal darauf konzentrieren. Fokusverlust bedeutet für uns einfach, dass viele Kunden, wie das ist gerade vorhin schon gesagt, es gibt so viele Themengebiete, Rollen, Verantwortlichkeiten, Berechtigungen, Prozesse. Was mache ich denn genau? Und was ich häufig auch erlebe, dass Kunden sagen, wir haben festgestellt, unsere Prozesse sind nicht effektiv, die wollen wir überarbeiten, können die uns helfen? Das ist aber halt nur ein Teil von vielen und ich kann mich nicht allein auf die Prozesse konzentrieren. Das bringt einfach nichts. Ich muss, um die Prozesse wirklich optimal verstehen und anwenden zu können, auch die Rollen im Hintergrund haben, auch die Aufgaben kennen. Das heißt, ich darf nicht einfach sagen, ich konzentriere mich auf ein Thema und das ist es dann, sondern ich muss das ganzheitliche Bild wirklich im Hinterkopf behalten. Deswegen haben wir auch dieses Governance Framework aufgebaut, um den Kunden frühzeitig und auch, wie ich es jetzt dir versuche, klarzumachen, es gibt einfach verschiedene Faktoren, die aneinander greifen und die muss ich ganzheitlich verstehen. Und der letzte Punkt, den ich benennen möchte, ist einfach Umsetzung in die Praxis. Das geht so ein bisschen über mit dem Thema pragmatischer Projekteinsatz, dass wir einfach festgestellt haben, es ist eine Sache, es theoretisch zu betreiben, eine andere Sache ist tatsächlich auch umzusetzen. Und da haben wir uns halt, weil wir auch historisch aus einem technischen Bereich kommen, mit der Umsetzung darum bemüht, dass wir, wenn der Kunde es wünscht, ihm auch gleich schnell unterstützen können, das, was wir theoretisch erarbeiten, in die Praxis umzusetzen. Das heißt, wir haben bei uns bereits Produkte, Projekte, entsprechende Pakete gebaut, die genau auf das Thema Data Governance zugeschnitten sind. Um ein Beispiel zu nennen, wenn ich innerhalb von Data Governance bestimme, dass bestimmte Felder Regeln haben müssen, Validierungsregeln, wie sie denn aussehen sollen oder Ableitungen, wenn dieser Wert, dann dieser Wert, haben wir bei uns bereits ein Produkt, das heißt Elemental Rules Control, bei dem ich genau solche Regeln sofort einbauen kann. Das heißt, hier eine Verbindung zu schaffen zwischen der bestehenden Standardtechnik draußen auf dem Markt und dem Erarbeiten der Regeln, die wir fachlich haben. Okay. Erstmal vielen Dank für den jetzt doch Gerne. sehr weitreichenden Überblick. Für mich wäre jetzt als nächstes spannend, wir haben sehr oft das Thema Rollen und Prozesse angesprochen. Wir haben das, es wirkte für mich so, als wäre das ein doch sehr essentieller Part von einem guten Data Governance Programm. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht noch mal drüber sprechen, wie wird sowas dokumentiert, was hat es damit auf sich, warum brauche ich das überhaupt? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Sehr gerne, genau. Dazu kommen wir zu unserem Deep Dive für das Thema Prozesse und Rollen, wo wir einfach ein bisschen jetzt auch tiefer einsteigen werden, Alex. Beginnen wir mit den Prozessen. Um Prozesse tatsächlich sinnvoll zu bearbeiten, ist es einfach so, dass ich idealerweise verschiedene Rahmenparameter berücksichtige. Das heißt, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, und es wäre falsch, jetzt sich sofort hinzusetzen, zu sagen, ich male jetzt hier mal sofort einen Prozess hin, sondern es sind 4 verschiedene Themen, die wir mal so als grobe Bausteine zusammengesetzt haben, die eine Bedingung dafür sind. Das eine ist, die bestehenden Prozesse zu analysieren. Das heißt, je nach Reifegrad der Firma, mit der wir zusammenarbeiten, ich weiß nicht, wie es bei euch zum Beispiel ist, kann man schon mal gucken, wie sehen die bestehenden Prozesse aus? Gibt es da vielleicht schon eine Dokumentation darüber? Wie teilautomatisiert oder vollautomatisiert ist der Prozess schon? Lebt ihr noch von, jemand trägt den Excel ein und schickt es per E-Mail weiter oder habt ihr schon ein Workflow-Tool oder ähnliches? Aber dass man einfach, egal in welchem Reifegrad man ist,
den bestehenden Prozess, wie er heute gelebt wird, einfach mal dokumentiert. Das klingt vielleicht banal, aber wir erleben häufig, dass Kunden überrascht sind innerhalb der eigenen Firma, dass sie sagen, okay, mir war nicht bewusst, dass es tatsächlich so abläuft oder dass jemand mir sagt aus dem Einkauf, wow, ich wusste gar nicht, dass da noch jemand aus XY und aus Finance drüber guckt. Ich dachte, das passiert automatisiert, dass einfach den Leuten vielleicht gar nicht transparent ist, was da passiert. Und solange die Leute den Prozess nicht ganzheitlich verstehen, können wir auch nicht darüber diskutieren, wie er vielleicht optimiert werden kann. Das Zweite, ich habe es vorhin schon genannt, in unserem Thema Herausforderung ist das Thema Industriestandards. Einfach zu verstehen, welche Herausforderungen gesetzlicher Natur oder welche Standards gibt es bereits, die eingesetzt werden müssen, die damit einherspielen, die man eventuell auch zu Rate ziehen kann. Dann der dritte Punkt ist das Thema Best Practices, dass wir haben schon einige Projekte gemacht und wissen da einfach auch aus der Erfahrung so ein bisschen, was anderen Kunden gut getan hat, was Kunden aus dem gleichen Segment mit den gleichen ähnlichen Herausforderungen im Prinzip geholfen hat. Und das möchten wir natürlich bei zukünftigen Kunden einfließen lassen. Und ganz elementar ist es geht so ein bisschen in den Bereich Analyse, Istaufnahme, ist der Input aus Interviews. Wir führen Gespräche und zwar mit verschiedenen Leuten, die alle an diesem Prozess beteiligt sind. Das heißt, wir wollen wirklich von jedem, der die Beteiligung hat, entsprechend mal aus seinem Munde hören, was läuft gut, was läuft schlecht. Ich meine, es kann ja auch sein, dass rauskommt, der Prozess wie heute ist sehr gut, da muss man nichts verändern. Aber wir wollen wissen, was es ist und das ist das, was wir in Interviews tatsächlich herausfinden wollen. Das ist so im Schnelldurchlauf im Prinzip das, was wir tun, um einen Sollprozess, einen optimierten Prozess danach entsprechend empfehlen und erarbeiten zu können. Okay, alles klar. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wir sprechen hier von bestehenden Prozessen, von den Interviews. Das heißt, wir müssen das Ganze hier irgendwie dokumentieren. Wir müssen das aber auch für den Fachbereich verständlich dokumentieren. Wir dürfen dabei jetzt aber auch keinen großen Informationsverlust haben. Also wir müssen hier jetzt hier irgendwie den Spagat schaffen zwischen einfacher Verständlichkeit, wenig Informationsverlust und das Ganze noch für alle Beteiligten auch verständlich, dass dann auch ein guter Vorschlag an der Stelle gemacht werden kann für überarbeitete Prozesse. Wie ließ sie sich sowas denn möglichst einfach darstellen? Das ist eine sehr spannende Frage. Wahrscheinlich wird dich die Antwort ein wenig überraschen. Und zwar, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Prozesse darzustellen. Ich meine, ob das in irgendwelchen EPKs ist, ob das mit Swimlanes ist, ob das im Prinzip BPMN ist als Business Process Management Notation. Da gibt es etliche Möglichkeiten, Prozesse darzustellen. Und die sind auch alle sinnvoll und gut. Wir haben lange überlegt und haben mittlerweile aber wirklich festgestellt, das Einfachste ist das Sinnvollste. Wenn wir über Prozesse sprechen, dann machen wir das auf einer sehr, sehr Low-Level-Ebene. Und zwar einfach, um Irritationen zu vermeiden. Das bedeutet, wenn wir so einen Prozess aufbauen, beinhaltet er wirklich erstmal nur, welche Beteiligten sind in diesem Prozess mit drin und alle, ich sag mal, Details, die zwar technisch nachher sehr, sehr sinnvoll sind, aber hier erstmal irrelevant sind, wie Aufruf von externen Services oder E-Mail-Versand oder sowas, lassen wir außen vor, weil sie einfach zu Unruhen führen, entweder was die Lesbarkeit, Verständlichkeit angeht, aber auch, dass Leute eventuell dann anfangen, ich sage jetzt mal ganz salopp, in einem 2-Stunden-Workshop eine halbe Stunde über E-Mail-Notification zu sprechen, wo ich sage, das ist völlig irrelevant für den Governance-Prozess an sich. Das heißt, im nächsten Bild, das jetzt im Prinzip, das ich hier zeigen möchte, das ist tatsächlich, wie wir einen Prozess mal darstellen. Mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber letztendlich in einer rein tabellarischen Form. Wie ist der zu lesen, dass du dir das im Prinzip auch vorstellen kannst? Er wird letztendlich einfach von links nach rechts gelesen. Das heißt, wir sehen die Steps oben in blau geschrieben. Step 1 bis 4, das ist sequenziell gemeint, was der Reihe nach passiert. Und dann haben wir für jeden dieser Schritte aufgeführt, wer macht das Ganze, mit welchen Daten arbeitet er, wo liegt die Verantwortlichkeit, da kommen wir nachher noch, dann mache ich nachher den Brückenschlag zum Thema Rollen und welche Aktion macht er in diesem Schritt. Und auf dieser Ebene, die in meinen Augen relativ schnell zu lesen ist, für jeden, der weiß, wie man eine Tabelle liest, kann man relativ schnell darüber diskutieren, haben wir jetzt 4 Schritte in einem Prozess, haben wir nur 2 Schritte, wer sind die Beteiligten, ist es wie in dem Fall bei der Anlage eines Kunden, klassischerweise Vertrieb, Finanz, ist da ein Data Management Team, ein zentrales noch mit dabei oder nicht? Das heißt, hier siehst du mal einen, ich sag mal, exemplarischen Prozess, wie er sein könnte. Immer mit dem Hinweis, es ist keine Allgemeingültigkeit und wir müssen das jeweils mit euch auch, wenn wir das Projekt gemeinsam machen, diskutieren. Aber zum Beispiel, dass wir hier sehen, ein Antragsteller lokal stellt im Prinzip einen Kunden parat. Dann gibt es jemanden vom Vertrieb, der das Ganze entsprechend genehmigt. Die Vertriebsdaten werden vom Antragsteller tatsächlich eingefügt. Das heißt, der vom Vertrieb genehmigt nur noch das Ganze. Dann gibt es einen Schritt 3a, in dem
jemand aus dem Finanzwesen, von der Buchhaltung, Buchungskreis und Buch- und Bankdaten eventuell einfügt. Und da kommt schon was über eine Besonderheit, dass wir gesagt haben, wenn tatsächlich Bankdaten eingefügt werden, dann ist es häufig sinnvoll, dass man hier ein Vier-Augen-Prinzip gewahrt. Das heißt, einen sicherstellt, dass da jemand keinen Blödsinn mitmacht. Das heißt, einen optionalen Schritt 3b einzubauen, im Falle, dass Bankdaten entsprechend eingetragen werden, dass dann noch ein zweiter Genehmigungsschritt stattfindet. Und eine Empfehlung im vierten Schritt, dass jemand vom zentralen Data Management ganz am Schluss die Kundenanlage noch prüft. Auch das ist ein Schritt, der zum Beispiel zu überlegen ist, möchte man das. Aber auf diese Art und Weise haben wir für uns ein Konstrukt geschaffen, das bislang bei allen unseren Kunden funktioniert hat, dass jeder kann es lesen, jeder kann es verstehen und auf der Basis zu diskutieren, wer was macht, ist relativ einfach. Alles klar. Ja, das ist auf jeden Fall relativ einfach lesbar. Wir sprechen hier ja immer von Rollen, wir haben hier, steht was von Verantwortlichkeiten. Zum Beispiel haben wir ein zentrales Data Management, irgendwelche Genehmiger, sprechen hier von lokal oder global. Was hat es denn damit genau auf sich? Das muss ja irgendwie mit den Rollen zusammenhängen. Sind das Rollen, die neu geschaffen werden müssen oder sind das Personen, die bis dato jetzt schon irgendwo existieren und wie und noch benannt werden müssen oder wie funktioniert das genau? Ja, also wie ich vorhin schon angedeutet habe, Rollen gibt es meistens in der Organisation schon. Worum es geht, ist, die Rollen explizit zu benennen, eventuell umzuformen und um neue Rollen zu erweitern. Um das aber effektiv zu machen, haben wir uns auch für ein Konstrukt entworfen, in dem wir mit zwei Achsen arbeiten. Da haben wir auf der einen Achse letztendlich das Thema, wo ist denn etwas angesiedelt? Das ist der obere Bereich. Da haben wir klassischerweise die verschiedenen Fachbereiche. Wir nennen es jetzt hier mal ganz salopp zusammengefasst das Business. Und wir haben ganz rechts die IT, die irgendwo sitzt. Dazwischen haben wir das Thema Data Management, weil es meistens eine explizite Data Management Einheit geben soll, wo die jetzt liegt, da kommen wir auch gleich drauf, lokal oder global, aber dass wir diese drei letztendlich Themen haben. Jemand kann im Business sitzen, in der IT sitzen, im Data Management sitzen. Und auf der anderen Achse haben wir die Unterscheidung zwischen lokal und zentral. Damit ist gemeint, zentral heißt natürlich für alle Einheiten, für alle Business Units, für alle Länder gleich, einheitlich. Und lokal kann entweder bedeuten, wirklich regional oder halt auch jeweils pro Fachbereich, pro Sparte, pro Geschäftsbereich. Und in dieser Einteilung werden wir dann im Prinzip anfangen, Rollen und entsprechende Einheiten zu benennen. Jetzt mal hier an dem Beispiel, das wir haben, ist auch, wie gesagt, wieder keine Allgemeingültigkeit. Es macht einfach Sinn, ein zentrales Data Management zu haben, das meistens zwar einen zentralen Schwerpunkt hat, aber durchaus auch lokal wirkt. Deswegen ist es hier so in die Mitte gebaut, wo einfach die Aufgaben sind, Harmonisierung der Stammdaten, Definition von Standardprozessen, Data Quality Management, die Anlaufstelle für Eskalationsprozesse, einfach eine zentrale, globale, zentrale Einheit, die ein globales, einheitliches Stammdatenmanagement sicherstellen soll. Das ist so quasi eine zentrale Einheit, die man so hinstellen kann. Das Thema Data Owner ist immer klassisch ein Konzept. Auch hier keine Allgemeingültigkeit, aber man muss irgendwo Verantwortlichkeiten definieren. Das macht man mit sogenannten Data Ownerships, wo hier mal ein Beispiel einfach gesagt wird, die Data Ownership liegt im Business. Die kann auch woanders liegen. Hier im Beispiel liegt sie im Business und sie ist zentral aufgehangen. Das heißt, hier wird zentral definiert, wer ist der Eigentümer der Daten, wer definiert die Prozesse, wer hat welche Verantwortlichkeiten mit dem klaren Ziel, optimierte Prozesse mit korrekten Stammdaten vorzugeben. Also hier ist eher auch die strategische Ausrichtung der Data Ownership. Und demgegenüber stehen dann meistens irgendwelche Data Stewards, also Leute, die operativ arbeiten, sehr operativ arbeiten, wo es einfach im Prinzip darum geht, die Prozesse, die definiert wurden, einzuhalten, das tägliche Doing zu machen, Cleansings durchzuführen, mit dem klaren Ziel, die Umsetzung der Richtlinien, die an anderer Stelle erstellt wurden, einzuhalten und die Korrektur von falschen Daten eben durchzuführen. Und als letzten Punkt in dem Beispiel letztendlich einen IT-Architekten mit reinzunehmen, der ist nicht immer notwendig, aber teilweise wirklich sehr sinnvoll, vor allem wenn man eine sehr komplexe Landschaft hat oder wenn die Landschaft sich sehr dynamisch ändert, wenn da irgendwie durch M&A vielleicht ein System mit dazukommt oder mal wegfällt. Ein Architekt, der sich verantwortlich fühlt für die Stammdatenintegration und die Verteilung in alle Systeme und auch die genutzten Tools letztendlich überwacht und da ein Auge drauf hat, wie heterogen ist letztendlich mein Tool-Zoo. Also quasi das Ziel, das Betreiben der internen Systeme zur Aufrechterhaltung der Stammdatenqualität. Das ist mal so ein High-Level-Überblick, wie so ein Rollenkonzept aussehen kann. Natürlich geht es in der Realität viel, viel tiefer und wir müssen dann einzelne Data Owner für verschiedene Objekte, für verschiedene Datentöpfe jeweils machen, Data Stewards auch eventuell, was ich, für die jeweiligen Ländergesellschaften oder so, aber das ist mal so ein grober Überblick. Alles klar. Müssen wir die dann alle noch neu einstellen? Sind das dann alles im Prinzip neue Personalanforderungen, die da entstehen, wenn wir Data Owner, neue Data Stewards einstellen? Oder sind das einfach jetzt erstmal nur Aufgaben, mit wie viel Aufwand ist da grundsätzlich zu rechnen?
Also es ist sehr unterschiedlich, sage ich mal. Es geht, wie gesagt, meistens darum, nicht neue Leute einzustellen, sondern in den bestehenden Strukturen Personen zu finden, die sich für eine Rolle verantwortlich fühlen. Die Rollen können sehr komplex werden, das ist sehr unterschiedlich. Und um da mal vielleicht auch ein Bild darüber zu machen, wie kann sowas aussehen, möchte ich einfach mal mit einer Folie auch zeigen, wie wir exemplarisch mit einem Template auch eine Rolle darstellen. Das heißt, wir haben sehr verschiedene Rollen, sehr viele Rollen. Also wir reden ja nicht von Tausenden. Ich würde mal sagen, es sind vielleicht 10 verschiedene Rollen, die dann jeweils noch in einer bestimmten Ausprägung, was ich, Lokalität, wie ich es vorhin schon sagte, pro Ländergesellschaft eine Rolle oder pro Geschäftsbereich eine Rolle sich auswirken. Und wir haben noch ein paar übergeordnete Gremien, meistens sowas wie ein zentrales Stammdaten-Steering-Komitee oder ein Council oder sowas. Gerade für so ein Council hier mal ein Ergebnisbeispiel, wie so eine Dokumentation aussehen kann. Das hier ist ein One-Pager. Der ersetzt sicherlich nicht eine umfassende Dokumentation, aber gibt einfach die Möglichkeit, auf einem einzigen Folie, auf einer einzigen DIN A4-Seite zu beschreiben, wie eine solche Rolle aussieht, welche Schnittstellen sie zu anderen Rollen hat, was ihre primäre Aufgabe ist. Was ich sehr wichtig finde, hier ganz rechts, das Thema Nein, was auch nicht zur Rolle gehört, mal explizit zu beschreiben und damit sich im Prinzip einfach auch auszutauschen, mit Leuten mal zu spielen. Passt das so? Also haben wir im Prinzip keine Überschneidungen, haben wir wirklich auch alles abgedeckt und für jeden verständlich vom obersten Management bis unten im Prinzip zu den operativen Mitarbeitern zu klären, was ist denn eine Rolle von ihrer Definition her. Okay, das ist ja als Überblick dann wirklich nochmal hilfreich, um nochmal genau darzustellen, wer da jetzt wirklich verantwortlich ist. Aber ich vermute mal, das wird als letzter Schritt quasi erstellt, um dann nochmal einen finalen Überblick drüber zu schaffen. Es kann auch zwischendrin wirklich helfen, wenn ich sage, ich möchte darüber diskutieren, ob eine Rolle wirklich trägt und ob die zusammenarbeiten können. Aber es ist letztendlich idealerweise dann nachher eine Zusammenfassung, die ich Okay. am Schluss erstelle. Das ist richtig. Alles klar, wunderbar. Dann wäre das für mich soweit in Ordnung. Dann erstmal vielen, vielen Dank für diesen groben Überblick. Sehr gerne. So, bevor wir jetzt Ja. weitermachen, ganz kurz an unsere Teilnehmer hier im Webinar. Ich freue mich, dass noch so viele mit dabei sind. Wir sind jetzt im Hauptteil so gut wie am Ende. Es kommt noch ein kleiner Teil, aber dass Sie jetzt schon mal im Prinzip wissen, wenn Sie Fragen haben, die wir jetzt am Schluss noch diskutieren wollen, können Sie gerne jetzt schon anfangen, wenn Sie es noch nicht getan haben, die in den Chat reinzuschreiben, damit Sie uns nachher zur Verfügung stehen. Wunderbar. Dann können wir im Prinzip weitermachen, Alex. Genau, dann würde ich noch einmal kurz zusammenfassen, wo kamen wir jetzt eigentlich her und wo stehen wir jetzt? Dafür würde ich noch mal kurz auf unser am Anfang beschriebenes Ausgangsszenario eingehen. Da bin ich ja, habe ich ja einen kleinen Rückblick gemacht auf unseren Status vor einem Jahr. Wir hatten ja relativ schlechte Datenqualität, falsche Kundendaten, falsche Adressdaten, hatten viele Rückläufer, hatten daraufhin ja das Data Cleansing Projekt durchgeführt. Und das hat uns ja temporär sehr gut geholfen, haben eine deutlich erhöhte Stammdatenqualität erreicht. Allerdings ist das ja nach diesem einen Jahr dann auch wieder stark zurückgegangen. Und da haben wir dann überlegt, tun wir das Ganze jetzt einfach nochmal oder müssen wir da vielleicht irgendeinen völlig anderen Ansatz wählen? Was ich jetzt heute aus diesem Webinar mitgenommen habe, ist einmal die klare Trennung zwischen dem operativen Data Management und dem doch eher strategisch übergeordneten der Data Governance. Also was müssen wir für Regeln, für Prozesse implementieren, damit mein operatives Datenmanagement gut funktionieren kann? Da habe ich mitgenommen, woraus besteht denn jetzt unser dieses Data Governance, sogenannte Data Governance Framework? Aus was besteht das? Aus der Organisation, aus der Rolle, aus der Data Maintenance? Also was musste alles beinhaltet sein und in welcher Reihenfolge wird sowas projekttypisch denn abgearbeitet? Da kamen wir vom Strategie-Review über die Soll-Prozesse, über die Definition von Aufgaben und dann final zu dem Responsibility Mapping mit der RACI-Matrix und dann das dazugehörige Field Ownership. Dann hatten wir noch den Deep Dive in das Thema Prozesse. Wie werden Prozesse dokumentiert? Was muss da mit drin sein? Was gibt es da für Best-Practice-Ansätze? Was muss da grundsätzlich dabei sein? Und als allerletztes hatten wir dann noch das Thema Rollenkonzepte noch einmal ein bisschen tiefer, wo nochmal auf Data Owner eben gerade besprochen und Data Stewards eingegangen wurde, wie eine interne Organisation da aufgebaut sein sollte, Business, Data Management oder zentral und global organisiert. Also das habe ich jetzt nochmal mitgenommen als finalen Rundumschlag in dem Thema.
Genau. Danke nochmal für die Zusammenfassung. Vielleicht von meiner Seite aus nochmal die Key Takeaways, die ich hier darstellen möchte. Wichtig ist es zu verstehen, es gibt eine Unterscheidung zwischen einem einmaligen Get Clean und einem strategischen Stay Clean. Ganz genau. Also es ist auch kein reines IT-Projekt, das irgendwie von der IT getrieben werden kann, sondern es ist ein Teamprojekt, wo auch viele Leute vom Fachbereich eben notwendig sind, was wirklich auch sehr fachbereichs- oder fachlastig ist, businesslastig ist. Die Erarbeitung einer Data Governance Strategie ist ein Grundstein zur Steigerung der Datenqualität. Nur wenn ich da im Prinzip meine Hausaufgaben mache, kann ich das auch perspektivisch sicherstellen. Der Einsatz erprobter Instrumente zur Identifikation von Problemfeldern ist letztendlich notwendig und eine langfristige Beibehaltung einer hohen Stammdatenqualität ist der Schlüssel letztendlich zum Erfolg. So, das wäre im Prinzip aus unserer Sicht der Teil des Webinars. Wir sind jetzt quasi mit dem Hauptteil am Ende. Ich möchte Sie gerne noch darauf hinweisen, dass ab morgen das Webinar auch über unsere Webseite academy.ibsolution.de verfügbar ist. Wenn Sie es im Prinzip nochmal angucken wollen, im Nachgang noch irgendwas ja, eben nochmal durchsehen möchten oder wenn Sie es einem Kollegen auch empfehlen möchten, der nicht mit dabei war. Und ich möchte Sie darauf hinweisen und herzlich einladen, dass wir bereits am 25. November ein neues Webinar haben zum Thema regelbasierte Stammdatenpflege im SAP Business Partner mit BRF Plus. Ja, jetzt wäre im Prinzip der Bereich für Fragen. Das heißt, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann widmen wir uns die ganz gerne diesen und dann können wir im Prinzip in Ruhe darauf eingehen. Ich gucke mal ganz kurz, was für Fragen da sind. Ich habe hier die erste Frage. Orientieren Sie sich bei Ihren Best Practices an den SAP Best Practices? Nein, nicht nur. Also ja, ich möchte nicht verhehlen, wir sind ein SAP-Beratungshaus, das einen SAP-Schwerpunkt hat, aber unsere Best Practices basieren nicht auf SAP. Ich möchte durchaus, vielleicht auch mit dem, was ich vorhin zeigte, mit dem Thema Herausforderungen sagen, dass wir natürlich, was das Zusammenspiel zwischen Data Governance und den Tools angeht, die beste Erfahrung mit SAP haben, aber die Best Practices sind weitaus mehr als bloß Tool gesteuert. Letzte Frage, die ich im Prinzip noch hatte, ist, wie lange dauert denn so ein Projekt? Ein Projekt ist sehr unterschiedlich. Ich sage mal, für den Hauptteil, den ich beschrieben habe, sind es ungefähr so 6 Monate, die wir haben, die wir anberaumen. Kommt aber wirklich sehr individuell darauf an, wie groß die Firma ist, wie komplex sie ist und welchen Reifegrad sie hat. Ich habe sonst erstmal keine weiteren Fragen vorliegen. Wenn Sie im Nachgang noch welche haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Ansonsten wäre das erstmal das von unserer Seite aus gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Teilnahme, und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.